Yo, hey Leute, hier ist Mr. Gunter. Mein Name ist Apfel und willkommen zu einem Nuzlocke Challenge von Pokémon Blattgrün. Ich dachte mir, ich mach's mal, weil ich hatte gerade so Bock darauf, habe ich euch auch gesagt, dass ich das auch machen werde. Die Knöpfe und Tasten werden ihre wichtig erklärt, okay? Ja, kann ich weiter? Server, ich bin Hilfe, Mini ruft mich und wenn du... Oh mein Gott, ist so kompliziert hier. Alter, ich wette, ich schaffe in dieser Folge nicht mal Liste hier. Oh mein Gott, ich will das noch... Ach so, macht man das, okay, mit... Naja, das würde ich nicht, muss ich nicht wissen, meine Güte, ey. Ja, Professor Eichel... Eichelkopf, na, wie geht's dir, Eichelkopf? Na, Eichelkopf. Oh, ein Nidorino, genau, Nidorino. Ich will Nidoking haben, Mann. Aber ich hoffe, ich bekomme, ja, wir machen den Nuzlocke-Challenge. Das ist halt, das geht halt irgendwie so, man darf auch keine Tränke während des Kampfes einsetzen und das Pokémon, was man sieht, muss man auch fangen, außer die Doppelten nicht. Und da müssen wir echt überlegt vorgehen, wir nennen sie einfach mal, durch Raphael. Und ich hoffe, euch gefällt euch das Format dann auch. Ja. Dies ist mein Enkel von. Wie nennen wir neue Namen? Wir nennen ihn wie nennen wir ihn? Ein Feind. Wir nennen ihn. Wir nennen ihn einfach mal Racing. Also Feind ist er natürlich nicht. Racing. Ups. Wir nennen ihn jetzt Racing einfach. Du weißt schon, wenn ich jetzt meine Racing. Ja, Racing. Dann lieber doch Phoenix, wird doch besser. Dafür und glaube ich Reise. Ja. Traum wird wahr. Yippie, ich werd klein gemacht. Richtig krass, Mann. Ich werde ein Pokémon Meister. Star. Na Mama. Die kommt jetzt, oder? Doch nicht. Warte, ich spreche sie mal an. Ich will mal schauen, was sie zu sagen hat. Ah genau, da oben ist ja noch ein Trank. Genau hier. Option. 3. Animation ein. Aus. Kampfstil Wechsel. Folge. Irgendwann mit Wechsel Monoton gepasst ist hier. Wir machen jetzt ohne Beschleunigung und nix halt. Also ja, genau. Eichel will uns mit uns reden. Diese Eichel, glaube ich, wir sind aber gerade jetzt falsch, aber weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Hallo Raphael, Opa ist gerade nicht da. Sehr interessant. Wo ist der wohl? Wo trefft er sich? Bestimmt ja nicht besten Toilette, oder? Ja. Wer weiß schon, was er da macht, gerade treibt. Also ich glaube, hoch müssen wir eigentlich nicht. Alter, warte, geh nicht raus. Also Eichelman. Eichelman kommt. Ah, du brauchst eigentlich eine Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ich glaube, ich werde die Kommentare jetzt auch lesen, Leute. Und es kommt auch besser rüber. So, jetzt mal schauen, was du von mir will. Eichelkopf, was willst du von mir? Racing. Opa, ich will nicht länger warten. Professor Eichel, Racing. Lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ich sollte ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Raphael. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébälle. In meiner Jugend war ich ein... engagierter Pokentrainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Ha, du armer Stucker. Aber ich gebe dir eins ab. Wille. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Hab ich ein wenig Geduld, Racing. Auch du solltest eins bekommen. Mein Gott, Racing, du bist immer so ungeduldig. Geh mal sehen. Alter, was soll ich nehmen? Nee, ich weiß nicht. Bisasam, was ist am besten? Was kann die besten Attacken? Ich nehme Bisasam. Raphael hält ein Bisasam. Ich will ihnen aber noch einen Namen geben. Ja. Shit, ich hatte Kommentare. Wie ich den Namen ich geben soll.
Puh, was war denn das wieder für ein Name? Ich guck mal ganz kurz nach, also... Ich weiß nicht mehr, was sollte ich denn für einen Namen geben? Puh, das ist aber echt lange her. Nee, also ihr könnt einmal unten in diesen Kommentaren unten schreiben, was für einen Namen ich geben soll. Meine Pokémons, ihr könnt frei hier aussuchen, was ihr wollt. Wir geben ihnen einfach den Namen. Das ist eine Schildkröte oder sowas. Und das hat ein Ding. Wir nennen ihn einfach... Frochi, Frochi gewickelt. Frochi, Frochi, wie ein Frosch sieht das für mich aus. Oder ein Dinosaurier, Frochdino, nein. Tyrannosaurus, scheiße. Wir gehen nochmal, F. Fro. Ich wollte schon Foxy geben. Wo ist das C, mein Gott. Fro. Frochig, Frochi, Frochig. Frochig. Nee, der Name gefällt mir nicht. Scheiße! Wie soll ich ihn nennen? Ich nenne ihn mal Krapfen, Mann, ganz ehrlich, Mann. Der sieht aus wie er auch so wie so ein Krapfen, ey. Krapfen. Krapfen, genau, wir nennen ihn mal Krapfen, mein Gott. Wenn mir gar kein Name einfällt. Was nimmt er sich? Ja, genau, er nimmt sich jetzt einen Glumanda. Ich nehme dieses hier. Wer singt, erhält einen Glumanda. Also, erhält Glumanda. Richtiger Gangster, der kleine. Aber warte mal. Hi! Warte, Raphael! Lass uns unseren Pokémon testen! Komm schon, ich fordere dich heraus! Gary singt, ungeduldiges Kind. Nein, das ist kein Kind. Der ist ja schon alt genug. Yo, ein Herausforderung von Real Rivale Racing. Glumanda wird von Real Racing in den Kampf geschickt. Ich hoffe, ich schon, wenn ich hier schon sterbe, ist es vorbei, Leute, mit Nuzlocke-Challenge. Aber ich weiß ja, wie das funktioniert. Meine Güte, du musst es mir doch nicht erklären. Wisst ihr, wie lächerlich das ist? So gut darf ich erst angreifen. Das macht aber mehr Schaden. Aber dafür darf ich erst da. Oh mein Gott, ich glaube, ich verliere. Oh mein Gott. Das war aber knapp. Ich dachte schon, ich verliere. Yeah, Level 6. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, dass wir als erstes Pokémon fangen müssen. Ich bin echt gespannt. Ah, ja, ja, okay, es wird immer stärker. Ja, ja, interessant. Ich weiß davon nichts, wisst ihr? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, jetzt gehe ich mal zu meiner Mutter, weil die wartet bestimmt sehnsüchtig auf mich. So, Mama, ich bin da. Oh je. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Sehr gut, du und deine Pokémon sehr großartig aus. Achte auf dich. Yes, Mama, du bist die allerbeste, Mann. Habe ich überhaupt Pokébälle bekommen? Ich habe keine Pokébälle bekommen. Oh, scheiße. Ohne Pokébälle müssen wir jetzt los. Da gibt uns dieser Eichelmann. Er gibt uns nichts. Okay, also können wir jetzt auch keine Pokémons fangen, Leute. Die Musik ist alle beste. Wir können uns keine Pokémons fangen, weil wir die besten sind. Nein, es kommt eins. Also was hätten wir jetzt gefangen? Ein Taubsi. Das wäre aber geil. Krapfen, du bist dran. Letzten Tackline. Ja, 3 Damage ist nicht so viel. Weil wenn ich wollte, könnte ich auch hier alles überspringen und so alles, aber ich werde das jetzt hier nicht machen. Weil sonst ist ja langweilig, wenn man das so macht. Also wir hätten jetzt eigentlich einen Taubsi. Aber ich will kein Radikal fangen, Radratz. Das will ich gar nicht haben. Ich hasse das Pokémon. So, Pokémon, das müssen wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt unwichtig. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh, der Mann ist tot. Du, ist ein Privatgelände. Was?
Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände, genau, er liegt da wie so ein, wie so ein Stück Scheiße, ey. So, mal schauen. Also oben, glaube ich, muss man zerschneiden, oder? Alles. Oder? Kein Zerschneider? Nicht? Achso, da, genau. Yes, wir haben einen Trank gefunden. Ah, genau, unsere Mutter hatte auch noch einen Trank. Oh je, voll vergessen. Egal, scheiß drauf. Ah, genau, da geht's so diese Siegestraße, genau. Route 22. Oh, ich glaube, das sind starke Pokémon. Da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Ich habe Angst. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Ich glaube, wir müssen da links. Wer Tanja zieht, sieht wir. Hm. Ich weiß aber gerade nicht, wohin. Okay, das ist der. Hm, da auch nicht hin. Müsst du nicht erstmal mit Professor Eich reden? Scheiße, Mann. Ich glaube, ich hätte... Wie ich es jetzt schon verkackt habe. Habe ich überhaupt Geld? Ich glaube, ich habe kein Geld, oder? Ah, okay, genau. Schickste Bestellung angekommen. Eispaket! Yes, wir bekommen Eispaket. So, dann... gehen wir jetzt mal zu Professor Eich. So, hier, da sind wir zum bei Professor Eich angekommen. Jetzt geben wir ihnen jetzt das Paket. Professor Eich, das Paket. Ah, auf diesen speziellen Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Ah. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe vor euch. Auf dem Tisch, dort... Ah, scheiß drauf, ich habe kein Bock zu lesen. Ist mir jetzt ein... Scheiß drauf, Mann. Einmal weiter. Ja, gib. Also du kannst mir unten in den Kommentaren auch hinschreiben, ob ich auch reden soll oder nicht, während ich aufnehme. Wenn nicht, dann rede ich nicht. Wenn ja, dann rede ich. Oh, ich habe Pokébälle. Oh mein Gott, jetzt können wir uns Pokébälle fangen. Ich hab... Ah, Mankey weg, krass. So ein Razav. Mach Razav. Ja, Pokébälle fangen. Ja, Pokémon fangen. Ja, vor allem gibt es. Ja, es tut mir leid. Ja. Boah, das ist aber ein bisschen nervig. Jetzt will ich aber weg. Alter, wie der immer so weggeht. Ich glaube, unsere Mutter gibt uns jetzt schnell Schuhe. Wenn ich mich irre, dann, naja. Wir holen uns aber jetzt erstmal den Trank noch ab. Mal schauen. Also gibt uns jetzt keine schnelle Schuhe, oder? Okay, die gibt uns keine, aber wir holen uns trotzdem diesen scheiß Trank. Nein! Wäh. Voll durcheinander. Genau, da war der. Mein Trank. Trank! Also ich werde Pokémon natürlich dieses Pokémon dann ganz let's playen. Ich hoffe, es passiert kein neues Spiel wie beim letzten Mal. Es ist aber so ein neues Spiel passiert. Also beim, ich weiß nicht, welches Pokémon-Spiel war das? Oh mein Gott, ich will aber keinen Razav. Ich meine, ich will kein Radschwarz. Huh. Ich will kein Radschwarz. Scheiße, das müssen wir uns jetzt fangen. Ah, Taubsi, ja. Ah, ich dachte schon Level 6. Ja, wir können noch mal schwächen. So, jetzt können wir uns das jetzt fangen. Ne, weil das müssen wir jetzt uns fangen. Ich hoffe, es wird nicht schnell sterben. Ups, das war falsch. Komm, ich fange die Staubsi! Komm, ist locker gefangen, und ganz ehrlich, man, wenn das jetzt rausspringt. Was? Was für Beine? Ich krieg gleich Beine. Es müsste eigentlich gefangen sein, ganz ehrlich. Was? Alter, das fickt mich ja gleich. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt nicht fange, bin ich einfach so ein Riesen-Noob, wisst ihr? Geht doch. Alter, Mann, ich dachte schon, ich schwimme das... Boah, so knapp, ey. Schon wenn ich jetzt verreckt, Mann, es wird zu Ende. Ja, Leute, ich habe angefangen, nach 10 Minuten habe ich Nachtag-Challenge jetzt nicht geschafft, weil ich so Noob bin. Meine Güte, das wird so peinlich, ey. Ja, sollen wir heilen? Nee, ich glaube nicht. Ach, scheiße. Nein! Aber wir sind im gleichen Gebiet, deshalb müssen wir das jetzt nicht fangen. Okay, ich will die lieber. Was verliere ich, ey? Nur wenn wir wollen. Also, es ist halt so, dass man das gleiche, wenn man gleich ein Gebiet ist, muss man sich fangen. Wenn man ein neues Gebiet. So mache ich es halt lieber.
Vielleicht kann es sein, dass die anderen Regionen ein bisschen anders sind, aber ich habe keine Lust, in demselben Gebiet irgendwie fast dasselbe Pokémon Typ normal zu fangen oder so. Weiter. Ah, okay. Ja, bitteschön. Ich glaube, wir können jetzt hochgehen. So. Dann mal schauen, was unser nächstes Pokémon dann ist. Weil in jedem neuen Gebiet will ich ein Pokémon fangen. Muss ich dann, egal welches jetzt kommt. Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Verpiss dich. Machst du den Kampf mit mir? Achso, er zeigt, wie man sich in Honio fängt. Ja, oh mein Gott, das weiß ich doch, wie das geht. Du musst es mir doch nicht zeigen. So unnötig, Mann. Ich habe doch gerade einen Pokémon noch gefangen. Oh mein Gott. Wie ich das hasse, Leute. Wie die Pest. Honio wurde gefangen. Ja, Kanal. Okay, sehr interessant, was wir jetzt bekommen haben. So, jetzt gehen wir mal weiter. Oh, jetzt sind wir gut dazu, jetzt müssen wir hier ein Pokémon fangen. Nein. Doch, muss aber sein. Okay, mal schauen. Unser nächstes Pokémon wird... Mal schauen, was unser nächstes Pokémon wird. Nein, doch ein Gratrat. Scheiße, du scheiß Dingel. Ich hasse Gratrat. Wir können nur so ein scheiß Pokémon haben, Mann. Das spielt gar keiner. Das spielt sogar die meisten Tauboga, Mann. Na, Taubos. Oh mein Gott, ich habe nur zwei Pokébälle, ist ja richtig. Ich musste mir einen Ratsplatz fangen, Mann. Ah, Ratsplatz, ja. Genau. Ja. Was habe ich denn letztens gefangen? Habe ich jetzt überhaupt einen Namen gegeben? Oh, scheiße, ich hab vergessen, einen Namen zu geben. Wie nennen wir das einfach? Ratte, wir nennen es einfach Ratte, Mann, ganz ehrlich. Ratte. Kann sein, dass es falsch geschrieben ist, ist mir egal. Ratte kann mit 2T, glaube ich, egal. Ist mir scheißegal. Scheiße, wir haben vergessen, Topsy einen Namen zu geben. Ja, ich gehe zurück zum Pokémon Center. So, hier sind wir jetzt wieder zurück. Ich weiß nur, mein Pokémon, ich habe Topsy vergessen, einen Namen zu geben, Alter. Aber jetzt werde ich unten in den Kommentaren schreiben, wie ich meinen Pokémon nennen soll. Genau, jetzt müssen wir wieder ein neues Pokémon fangen. Ne, Gebiet! Na Spaß, unser neues Pokémon wird dann, oh mein Gott, ich hoffe, was gibt's denn? Eine Raupi würde ich mich am meisten freuen eigentlich, weil ich mag Smetbo. Was, Smetbo, komm! Smetbo! Ja, ist Raupi! Level 5 sogar! Richtig sexy. Raupi, wie nennen wir das wohl? Raupi. Oh mein Gott, das sieht aber viel ab. Das wäre aber sehr, sehr starkes Raupi. Wir nennen dann Raupi einfach... Raupe! Nein, voll einfallsreich, ich weiß. Nein, wir nennen es dann einfach... wie nennen wir denn Raupi? Wir nennen Raupi einfach mal... Schmetterling wollte ich schon. Das ist eigentlich ein sehr starkes Raupi, Level 5, Mann. Yes, gefangen! Geht doch! Ja, wir nehmen den Spitznamen. Was für einen Spitznamen geben wir? Raupi. Raupi macht sich später, Link später. Wir nennen einfach... Muster. Weil es hat ein Muster auf seinen Flügeln. War ich schon voll einfallsreich. Muster. Er ist ein Musterschüler, genau. Er ist sehr schlau. Okay, mal sehen, ob es hier Gegner gibt. Weil ich will jetzt mal einen Kampf machen. Yes, da ist ein Kampf. Und nach dem Kampf, was ist auch mit der Folge dann? Da werde ich hier nur noch meine Pokémon trainieren. Und natürlich werde ich die Entwicklungen dann auch mit aufnehmen. Und ich werde sie soweit nur für Level 6 trainieren alle. Genau.
Ah, sind echt stark, die Pokémon hier. Das habe ich nicht gedacht. Die haben alle Fahnenschutz, sagen wir mal. Was haben sie mit den Fahnenschutz? Ich hab Fahnenschutz. Alter, ich sag Raupi, es kommt Raupi und sogar Level 5, Mann. Es hat sogar Tackle schon. Oh. Oh, nicht effektiv, okay. Aber ich hasse Vergiftung. Komm. Nein, kein Giftstachel, bitte. Yes, tot ist es. Krapfen. Level? 7, yes. Igelsam hat es sogar noch bekommen. Richtig geil, Leute, Mann. Richtig geil. Noch ein Raupi noch dazu. Man ist schon so langsam. Oh mein Gott, noch ein Fahnenschuss. Geht daneben, yes. Ein Volltreffer. Das bräuchte ich gerade. Schaut mal, wie das abzieht hier. Von einem Raupi. Ich hatte mal ein Smetbo Level 75. War richtig geil. In Akt 4, was habe ich denn? In Top 4. Hat schon die meisten Pokémon Starter Pets. Oder Smetbo, genau. Oder halt Papinelle. Papinelle ist viel, viel besser. Yes, Level A. Jo, besiegt. Jo Leute, das war's auch mit der Folge. Kannst du mal unten in den Kommentaren schreiben, was für einen Namen ich meinen Pokémon geben soll. Genau, und ob ich die Kommentare da, was sie da schreiben, ob ich das vorlesen soll. Da muss ich ein bisschen üben oder so. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.